Hallo. Hallo, guten Abend. Dankeschön. Guten Abend, Vitus Witz. Dass Sie mit einem 5-D-Mark-Stück ein Los der Glücksspirale kaufen können, das wissen Sie, liebe Kandidaten, Mitspielerinnen und Mitspieler. Aber wissen Sie auch, wie viele Pfennigstücke Sie benötigen, um das Gewicht eines 5-D-Mark-Stückes aufzuwiegen? Das ist die Frage. Vitus Witz, bitte zuerst die Lösung. Ja, wir haben hier dazu eine hochkomplizierte technische Einrichtung aufgebaut. 2 Digitalwagen, auf die eine lege ich das 5-Mark-Stück. Es hat ein Gewicht von 10 Gramm. Dann habe ich mir ein paar Pfennigstücke mitgenommen. Jetzt wollen wir mal schauen. 1, 2, 3, 4, 5. Es reichen 5 Pfennigstücke aus, um das Gewicht eines 5-Mark-Stückes zu haben. Das haben wir schon einmal gesehen. Vitus Witz! Sie sehen, so schnell kann das Fernsehen zaubern. Sie werden zurückversetzt in das 19. Jahrhundert, sagen wir 1812 oder so etwas, als es noch Kanonen gab und Kanonenkugeln. Und es geht jetzt um Kanonenkugeln. Sie sehen davon, die Mitspielerinnen können das vielleicht im Monitor am besten sehen, Sie sehen 9 Kanonenkugeln. Sie sehen alle gleich aus. Aber eine von diesen Kanonenkugeln ist wesentlich leichter. Und nun gilt es, diese leichtere mit Hilfe einer derartigen Apothekerwaage zu finden. Und zwar so bestmöglichst, wie nur eben wie möglich, versuchen Sie das Problem rein gedanklich zu lösen. Wie oft müssen Sie wiegen, um diese leichtere Kugel hundertprozentig exakt bestimmen zu können? Sie haben die Frage gehört. Löse es bitte auf. Soll ich das alleine machen? Kann denn Ihr Speck? Kommen Sie mal rüber. Jetzt muss ich hier noch arbeiten. Komm, zu zweit macht das viel mehr Spaß. Und mit dir sowieso. Man teilt diese 9 Kugeln in 3 Gruppen A3 und legt jeweils 3 Kugeln auf eine Waagschale. Das machen wir jetzt einfach mal. Oh Gott, die sind ja wirklich schwer. Ah. Naja, die Requisite, die machen wir hinterher fertig. So, und wenn jetzt zum Beispiel, was haben wir? Ein Gleichstand haben wir. Das heißt, die leichtere Kugel ist eindeutig bei den anderen. Wäre die leichtere Kugel jetzt schon auf einer der Waagschalen, würde sich ja etwas getan haben. Mit anderen Worten, wir haben in jedem Fall 3 Kugeln, mit denen wir weiterwiegen werden. Das heißt, die brauchen wir nicht mehr. Die werfen wir in die Requisite. So. Roll sie lieber, Vitus, roll sie lieber. Dran kommen. So. Also. Bleiben also noch 3 übrig, in jedem Fall. Davon braucht man jetzt nur noch jeweils eine Kugel auf eine Waagschale zu legen. Und was geschieht? Unser Pinguin sagt, in der Waage, also muss logischerweise diese Kugel die leichtere sein. Wollen wir mal gucken? Packen Sie auf. Ja, es ist die leichte. 2 Wägungen. Gratuliere. Er ist einer der bemerkenswertesten Zauberkünstler Deutschlands. Und ich bin mir ganz sicher, Sie haben ihn schon in vielen, vielen Fernsehshows gesehen. Er hat auch eine eigene Fernsehshow. Und er hat ein tolles Motto. Er sagt, ich kann eigentlich gar nicht zaubern, sondern ich spiele mit der Fantasie der Menschen. Und die glauben dann, dass ich zaubere. Lassen Sie sich im wahrsten Sinne des Wortes verzaubern von einem ganz besonderen seiner Zunft. Hier ist er, Vitus Witz. Stellen Sie einmal vor, Sie gehen am nächsten Tag auf den Markt, nehmen eine Packpapiertüte, beulen die richtig schön kräftig groß aus, lassen wirklich alles rausfallen, falls noch etwas da drin sein sollte. Und dann stellen Sie sich einfach mal mit Ihrer Fantasie neben einen Marktstand auf und pflücken etwas aus der Luft. Einfach so in die Luft gepflückt, vielleicht von hier. Können Sie es erkennen? Ist ein bisschen schwierig für die Hinteren. Ich werfe es mal hoch, damit es alle sehen. Und was oben ist, kommt auch runter, nicht? Ja, das ist logisch, das ist Physik. Dann greifen Sie da hinein und dann stellen Sie einmal vor, es wäre eine Orange. Und nachdem sich der Applaus gelegt hat, es ging zu schnell, ich weiß, ich zeige es Ihnen gerne noch einmal quasi zum Mitschreiben. Sie nehmen also so eine leere Packpapiertüte, lassen alles rausfallen, falls noch etwas da drin sein sollte, stellen sich neben so einen Marktstand auf und pflücken etwas aus der Luft. Vielleicht jetzt von ja, könnt ihr es jetzt erkennen? Wird schon besser, nicht? Werfen es wieder hoch, nicht daneben. Fangen es wieder auf. Greifen Sie rein. Haben Sie die zweite Orange.
Aber ich möchte jetzt nicht mit Ihnen Orangen zaubern. Ich möchte mit Ihnen, oder vielleicht sollte ich mal die Orangen jemandem geben. Vielleicht, Sie können sich die ja gerne einmal anschauen, vielleicht zu Ihnen, junge Frau. Aber nicht reinbeißen, nicht? Wir stellen uns ja nur vor, es wären Orangen. Vielleicht die andere, da guckt so ein Herr so auf die Tüte. Mein Herr, sind Sie ein Tütentyp? Ich darf Ihnen mal diese Tüte zum Anschauen geben, ob da irgendeine Mechanik oder Ähnliches verborgen ist. Wie schon angedeutet, ich will nicht mit Ihnen jetzt Orangen zaubern oder Tüten zaubern. Ich möchte mit Ihnen gemeinsam zaubern, denn mein Zaubermotto heißt ja Kommunikation und Fantasie. Und dazu lassen Sie mich jetzt mit Ihnen einen zauberhaften Dialog führen. Darf dazu aus Ihren Reihen jemanden einladen, der mit mir mitzaubert hier vorne. Vielleicht gleich zu Beginn eine junge Dame aus Ihren Reihen, aber heute Abend vorzugsweise eine junge Dame, die zufällig zwei Orangen bei sich hat. Ich glaube, Sie hatten sich zuerst gemeldet, nicht? Ein Applaus erleichtert ihr das ganz sicherlich. Kommen Sie auf meine rechte Seite. Das ist sehr nett. Halten Sie bitte mal auf jeder Hand, so wie auf einem Tisch, eine Orange. Wenn Sie sich jetzt entscheiden müssten, für welche von den beiden Orangen würden Sie sich entscheiden? Für die linke oder für die rechte? Für die linke. Für die linke. Von Ihnen aus oder von mir aus? Von mir aus. Ich meine, von mir aus? Also von Ihnen aus? Ja. Also die linke. Gut, dann halten Sie die für eine Weile auf der Hand fest. Dann nehme ich die andere und halte die ganz fest in meiner Hand. Die andere, die Sie sich ausgesucht haben, das war die linke, halten Sie auch ganz fest in Ihrer linken. Und machen die Hand ganz fest zu. Legen die andere Hand vielleicht noch so drauf, damit nichts rein und nichts rauskommt. Denn ich versuche jetzt, die Orange aus Ihrer Hand herauszuzaubern und in meine Hand hinein. Haben Sie schon etwas gemerkt? Nichts? Das ist sehr gut, ist auch noch nichts geschehen. Kommen Sie noch so ein bisschen an meine rechte Seite vielleicht? Noch ein bisschen? Hat zwar mit dem Trick nichts zu tun. Vielleicht geht es aber auf dem kurzen Dienstweg, dass die Orange aus meiner Hand verschwindet und in Ihre Hand hineinwandert. Haben Sie jetzt etwas gemerkt? Nein. Immer noch nichts gemerkt? Direkt merkwürdig, nicht? Aber meine Orange ist tatsächlich verschwunden. Drehen Sie doch bitte langsam Ihre Hände um. Ganz langsam. Machen Sie ganz langsam auf. Schauen Sie mal nach. Na, hat sie doch zauberhaft gemacht. Verraten Sie nicht, wie wir das gemacht haben. Was sagten Sie? Wahnsinn, Daniel. Verraten Sie nicht, wie wir das gemacht haben. Sie machen das aber so nett und so sympathisch. Ich lade Sie gleich zu meinem nächsten Kunststück ein. Dazu stellen Sie sich bitte vielleicht dorthin, weil ich jetzt noch jemanden dazu bitten möchte, um das Bild ein bisschen bunter zu gestalten, hätte ich noch gerne einen Herrn. Aber heute Abend vorzugsweise einen Herrn, der zufällig eine leere Packpapiertüte bei sich hat. Mein Herr, das ist toll. Genau, Sie sind es. Kommen Sie auf meine linke Seite. Stellen Sie sich genau dorthin. Wunderbar. Ist wieder eine leere Packpapiertüte? Ist kein Mensch drin, nein. Ich darf Ihnen abnehmen. Mich an dieser Stelle Ihnen vorstellen, denn die Namen sind ja sehr wichtig. Mein Name, Sie gehört, ist Vitus. Wie ist Ihr Vorname? Darf ich Sie ansprechen? Linda. Guten Abend, Linda. Guten Abend, Linda. Und das ist, guten Abend? Manfred. Manfred. Manfred, ich darf vorstellen, das ist Linda. Linda, das ist Manfred. Das ist doch richtig höfliche Schule. Wunderbar. Es wird ja oft beim Zauberer gesagt, naja, der Zauberer hat alles im Ärmel. Es kommt aus dem Ärmel. Haben Sie schon mal gehört, Manfred, Linda? Nicht? Linda, aber fühlen Sie mal jetzt, ob wirklich was im Ärmel... Oh, toll, schön, ja. Fühlen Sie irgendetwas? Sie fühlen nichts? Sie fühlen gar nichts? Fühlen Sie noch mal, Linda? Gut, aber sonst ist nichts, nicht? Manfred, Sie dürfen auch fühlen. Danke, das genügt. Dann wird ja oft gesagt, na ja, der Zauberer hat alles in der Jacke, im Jackett. Ach, wissen Sie was, wenn Sie es nicht stört, wenn Sie es nicht stört, wenn Sie es nicht stört. Ich darf die Jacke vielleicht ganz kurz ablegen. Hat ja dafür auch extra, Gott sei Dank. Nee, Manfred, es geht schon. Dankeschön. Einen Stuhl mitgebracht. Dann kann ich den da hin, das Jackett da drauflegen. Meine Damen und Herren, zwei zauberhafte Mitspieler und eine Packpapiertüte. Aber Linda, greifen Sie noch mal in den Boden, bis auf den Boden, krabbeln Sie rum. Ist wirklich absolut leer? Ja. Absolut, danke schön. Also danke, wirklich eine nach wie vor leere Packpapiertüte. Manfred, mit Ihrer linken Hand halten Sie die hier oben so fest, mit einem Finger rein. Sieht sehr elegant aus. Linda, Sie machen das mit der rechten Hand. Ein Finger, wunderbar. So schön in der Mitte, wunderbar. Jetzt könnte man ja noch meinen, es käme hier aus den weiten Ärmeln was heraus. Aber die wollen wir auch umschließen. Linda, halten Sie das Handgelenk umschlossen, von oben. Ja, so ein toller, fester Griff. Und lassen Sie mich nicht wieder los. Manfred, Sie halten das Handgelenk umschlossen, nicht den Puls fühlen, richtig halten. Und gehen Sie mit meinen Bewegungen ganz locker und entspannt mit. Aber kontrollieren Sie alles. Kontrolliert, wie selten ein Zauber kontrolliert wird. Tüte kontrolliert, Mitspieler kontrolliert, Hände kontrolliert. Wissen Sie eigentlich auch, was wir hier machen? Sie wissen gar nicht, worum es geht? Ich will Ihnen sagen, worum es geht. Kontrolliert von beiden, greife ich in die Tüte hinein und dann kann ich Ihnen heute Abend ein gefülltes Glas Orangensaft präsentieren. Herzlichen Dank. Dankeschön, Linda. Ein Riesenapplaus für Linda. Herzlichen Dank, Linda. Und Manfred, tausend Dank. Herzlichen Dank. Gott sei Dank. Er trinkt es tatsächlich. Es ist Orangensaft. Caroline nimmt ihm das Glas ab. Ein leckerer. Oh, wie das? Na, so alt bin ich nicht. Dankeschön. Ich, ich finde es ganz toll. Sehr lieb. Bei Ihnen verschwinden keine Limousinen, sondern bei ihm verschwinden Apfelsinen. Sehr schön. Ich habe es vorhin gesagt, vier der Kandidaten, die die Chance gehabt hätten, heute mitzuspielen,
Denen war das Glück leider nicht hold vorhin bei unserer schnellen Ziehung. Vitus, hättest du nicht noch eine kleine Überraschung für die vier parat, wenn sie jetzt ganz schnell zu uns kommen und ihre Glücksspieldose mitbringen? Das wäre doch toll. So kommt bitte zu mir. Wir darauf vorbereitet sind, kommen Sie dann zu uns, ja. Und Caroline, bringt uns noch. Okay. Da kommen Sie auf meine linke Seite. Kommen Sie auch an die linke Seite. Guten Abend. Guten Abend. Das ist das Pech, das ist das Glück, aber dafür stehen Sie jetzt noch mal richtig im Mittelpunkt. Und mit den Losen hat es jetzt nicht so wie gebracht, aber ich könnte Ihnen ja zeigen, wie ein Zauber mit so einem Glückslos umgehen würde. Nicht? Er würde so ein Los nehmen, würde das zusammenfalten, umfalten und einfach ausschlagen, dann hat er schon einen richtigen, echten 1000-Mark-Schein. So würde ich das Geld gezaubert haben. Nicht? So, ich stecke ihn ein, behalten Sie ihn, der gehört wirklich Ihnen. Jetzt ist vielleicht die Frage, Sie möchten auch Geld zaubern lernen. Man kann ja alles im Leben lernen, nicht? Auch das Zaubern kann man lernen. Dazu braucht man gewisserweise Vorlagen, wie zum Beispiel so Papier. Man braucht eine gute Stimmung, die symbolisiert mal dieses Glas. Halten Sie mal das Glas fest, Wolfgang. Vielleicht, wenn Sie es so unten halten. Und Sabine, Sie halten mal das Feuerzeug fest. Und Sie brauchen dazu, wie gesagt, ein bisschen weißes Papier, so als Vorlage. Das knüllen Sie einfach fest zusammen. Wolfgang, Sie halten das Glas mal so vor uns hin. So, genau, wunderbar. Sie brauchen jetzt keine Angst zu haben. Mir kann nichts passieren. Von Sabine bekommt das Feuer. Achten Sie bitte genau auf meine Hände, es ist nichts weiter drin. Aber Wolfgang, öffnen Sie jetzt bitte mal alles ganz genau. Ich will nichts berühren, das Glas stellen Sie ruhig hin. Falten Sie es auseinander. Es ist nicht nur ein 1000-Mark-Schein, den geben wir gleich an Sabine. Das ist ein echter, gucken Sie nach, Sabine, der ist wirklich echt. Es ist ein zweiter 1000-Mark-Schein, den geben wir weiter hier rüber an Matthias. Und der dritte ist für Sie. 1000 Mark, doch noch Glück ab. Helfen Sie mir, wir gehen einfach nach hinten. Vielen Dank, Lukas Ritz. Ich hab's gesagt, einer der besten Zauberkünstler Deutschlands. Sein Applaus. Danke. Sie haben es gesehen, so schnell.